Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Skywies Minecraft Survival. Heute ist eine spezielle Folge. 663, dritter Advent, Minecraft 1.18. Darum braucht es jetzt auch so lange zum Laden hier. Gut. Das erste Mal ist der Screenshot vom, also das Thumbnail vom YouTube ist nicht In-Game-Screenshot, außer ich finde wirklich etwas noch ganz Schönes. Sondern wenn ich die Welt upgrade, ich tue sie immer optimieren auf die neuen Versionen. Ja. Ja, bin gespannt. Jetzt sind wir schon auf 1.18. Drücken wir mal F3. Moment. So. 1.18, Optifine ist nämlich auch schon rausgekommen, schon etwa vor einer Woche oder einer halben Woche. Haben jetzt aber immer noch das Problem, dass dass wir keinen Sound haben. Also, Minecraft Forge wird, Forge wird unterstützt vom, vom Optifine schon. Aber Ambient Sounds gibt es noch keine Version für 1.18, wobei eventuell wird 1.17 laufen. Das Texture Pack ist sogar noch, ich glaube, das Resource Pack ist 1.16. Texture Pack, wie heißt das Ding? Resource Pack, hier Chroma Hills, 1.16, Version 2. Aber die meisten, es gibt ja nicht wirklich viele Blöcke, es gibt glaube ich einen mehr, 1.18. Ja. Und darum, ja, dritten Advent haben wir auch, dann müssen wir noch den Adventskranz anzünden. Die Frage ist, wenn wir, komm, wir machen jetzt schnell fertig, es geht glaube ich nicht mehr so weit rauf. Was haben wir gesagt, 5? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, Timer vergessen zu starten, dabei muss ich nur den Knopf drücken.
eben nicht. Immer als kein Lava-Ding, wenn ich nicht da. Jetzt 1, 2, 3, 4. Ah, da hätte man eins gleich rauf machen können. So. Nein, eben nicht. Mal. Falsch. Ich habe einen Überlegungsfehler. Ah, das geht da rauf. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ungefähr. Da geht es um eine Ecke. Da geht es wieder 1 rauf. Vier. Eine mehr. Es lockert langsam. Das kann ich doch nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Da kann man so einen hin machen. So. Bin noch nicht oben. Ja, noch nicht ganz. Fast, fast. Machen wir da wieder zu. Es fehlt noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. So, dann das. Das. So. Wie kriege ich doch einen Knopf in der Leitung? Wieso geht jetzt das nicht? Das ist doch das Maximum. Und, ah, weil ich da muss die Kurve rein. Das kann gegen rauf gehen. So. Und da müssen wir eigentlich auch so wenig machen, haben wir alles gut. Naja, ich war ja ein Doppel. Ah, look, da können wir raus, sehr gut. Da muss ich jetzt wieder so, und da kann einer gegen rauf. So, zum Glück hat es keinen Gast. So. Jetzt müssen wir schnell schauen, wo wir hin müssen, aber ich glaube immer noch gegen rauf.
Oh, per Zufall, fast getroffen. Fast getroffen. Das ist also wirklich nicht schlecht. Da machen wir noch einen. So. Da noch einen. So, wäre ich das jetzt ready? Wenn wir echt mal runter schauen. Dass ich schnell schauen, der stört noch. Der kann bremsen, die könnte auch bremsen. Schnell schauen, ob alles leuchtet. Möglichst nicht runterfallen. Ich glaube, das reicht nicht. Nicht rauffahren. Runterfahren ist ja auch nicht so das Problem. Aber rauf. Gut. Oh. Okay, also wenn wir doch einen Knopf haben, dann haben wir die Geschwindigkeit schön. Wägel haben wir, ja. So, wenn wir echt testen, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Fahren wir mal los. Okay. Gut, hat doch funktioniert und mir ist jetzt glaube ich hingekommen, warum es kein Gas gekommen ist. Aufgrund von Performance Gründen habe ich nämlich hier bei der ist das da? Simulationsdistanz Nummer 5 Chunks angegeben. Dann müssen wir auf die gleiche W-Render-Distanz. So, schauen wir mal wie die Performance ist. Auf der anderen Seite. Gehen wir rein. Über. Zeig mal, es ist stark. Okay. Performance ist okay. Ist sogar sehr okay. 30 FPS. Sogar performanter als mit 1.17. Jetzt haben wir ja die Render-Distanz auf 9 und die Simulationsdistanz auch auf 9. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas langsamer, sobald wir Richtung Dorf kommen. Ja, es ruckelt schon etwas mehr. Jetzt wird es natürlich auch nichts mit Simulationsdistanz zurückstellen. Die bewegen sich sowieso. Ja, aber ich glaube, es ist besser geworden. Es ist performanter geworden, dunkelt es mir jetzt. Java weiss ich nicht, ob eine neue Version dazu kommt. Ich glaube es nicht. Ja. Also 600
63 sind wir. Ah, das ist ja gut, dann haben wir alles richtig da. Wenn wir nur das Ding hier links nach rechts schieben und dann haben wir ein 3. Tipptopp. Performance ist tatsächlich besser. Besser mit 1.18. Obwohl jetzt die Renderdistanz der Simulation fast 60 FPS. Das ist richtig gut. Also da haben sie wirklich gut optimiert. Okay, wenn ich hier richtig durchschaue. Ja. Tipptopp. Ah, dritte Advent, warte mal, ein Kerzchen anzünden. Wow. Das 40. Da ist alles voll. Da hat man das irgendwo da rein. Ja. Nein. Ja. Gut. Hey, richtig gut. Die Performance ist richtig gut. Viel besser. Wobei, ich muss jetzt natürlich zugeben, ich habe jetzt zusätzlich noch ein bisschen beschissen. Ich habe etwa 8 oder 9 Cores habe ich nur im Java W.exe gegeben. Fast ausschließlich. Der restliche Systemtask kann ich alle auf CPU No 3 bis 3 gelegt. Also die ersten 3 Kerne. Und den Rest habe ich im Java W gegeben. Aber eben Rest. Erstens geht ja nicht alles. So ein Systemtask kann man da wie nicht Affinity setzen. Jetzt muss ich da wirklich auch noch ein Skript basteln, wo man die CPU-Kerne automatisch setzt. Die Affinity. Mal schauen, da gibt es sicher irgendwo ein Tool. Das ist kein Feuerzünder. Da müsste ich eigentlich auch bei Tools sein. Da. Werkzeuge. Da. Dritter Advent. Ah. Flammen haben sie es nicht so. So. Immerhin haben wir gesehen, es hat der Textur außen dran. Gut. Dann Glas, wenn wir noch ein bisschen loswerden oder hier verbauen auf der anderen Seite. Die Frage ist, wenn wir jetzt den anderen Abfans. Ja, komm, mit der anderen Abfans kannst du auch noch gerade anzünden, dann können wir nehmen. Testen, ob das Minecart wirklich rüberkommt. Mir denkt, da ist das so sehr knapp gewesen, dass es rüberkommt. Ich kann das auch gerade testen. Warte. Ich brauche noch Knopf. Schienen brauchen wir eigentlich nicht mehr, vielleicht noch ein Minecart. Und wir könnten in eine Kiste rein tun. Kiste. Machen wir Doppelkiste. Dann haben wir noch ein bisschen Reserveschienen mit. Vielleicht müssen wir noch etwas machen, wer weiß. Gut. Ja.
Was war das? Jeder bisher hat es geschlagen. Okay. Knopf. Wageli. Wenn wir einfach ganz schnell schauen, was das ist. Schlagen. Wobei eigentlich den Ton noch ändern. Und zwar auf einen dunklen, verrauchten Tunnel. Ist das gesehen hier? Keine Ahnung. Tatsächlich mehr FPS, die haben sie wirklich gut optimiert von 1.17 auf 1.18. Eins, zwei, dritte Advent, da kommt später dran. Haben wir das auch gesetzt? Gut, wir haben ein paar andere Missionen zu machen, wenn wir auf 1.18 sind. Da sind wir ja nie ganz runter. He? Gut, machen wir die restlichen Missionen. Das Problem ist, ja, sie falsch gesetzt. Ah, das geht natürlich hier auch nicht. Sondern wenn schon denn hier. He? Ja, genau. Sag ich auch. So, so und so. Da hier noch. Mitgenommen. So, schauen wir, ob wir noch eins raufkommen. He? Und Start. Eine von diesen Missionen wäre das Portal zu machen, haben wir nicht rein. Das 1.18er Portal. Nö, haben wir nichts. Können wir schnell holen.
Nicht Nacht. Wir haben auch die, die haben irgendwo abgelenkt. Naja, okay, das Wichtigste haben wir. Gehen wir wieder. Ich glaube schon. Tschüss, Overworld. Next. Hey, geht weg. Husch. Okay, so geht's auch. So, das ist unser 1.18-Ding. Portal. Gehört um Schleimen? Nicht? Okay. Oh, ich habe etwas gehört. Müssen wir es anzünden? Ja. So, jetzt wo ich den Timer ein bisschen zu früh gestartet habe, höre ich jetzt auch ein bisschen früher auf. Dann gibt es vielleicht sogar die 30 Minuten, die ich ungefähr will. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal und tschüss zusammen.